Wir zeigen euch heute den Aufbau und die Kalibrierung der Weber Expert Serie Präzision XL 3D, einer Radwuchtmaschine. Beginnen Sie mit der Installation des Radschutzbogens. Befestigen Sie den Tragarm an der Radwuchtmaschine. Der Tragarm wird mit Hilfe einer Schraube durch die Welle gegen Verdrehen gesichert. Die vordere Schraube dient zum zusätzlichen Spannen. Bauen Sie nun den Radschutzbogen zusammen. Führen Sie die Versteifung in den Radschutzbogen und verschrauben Sie diese dort. Schieben Sie den Radschutzbogen auf die bereits vormontierte Spannhülse an dem Betätigungsarm. Durch das Anziehen der Innensechskantschraube an der Spannhülse befestigen Sie den Radschutzbogen. Installieren Sie nun den Breitemessstab an der Welle der Rathausabdeckung. Die Bohrungen sind bereits vorhanden. Das Kabel für den Sensor ist vormontiert und muss nur noch auf der Rückseite der Radwuchtmaschine in die dazugehörige Buchse eingesteckt werden. Schrauben Sie den TFT-Monitor mit den vier Schrauben an den Halter und schließen Sie den Kaltgerätestecker an. An der Rathausabdeckung sind zwei Bohrungen vorgesehen. Dort können Sie das Kabel des Breitemessstabs mit Kabelbindern fixieren. Im Anschluss kann die Wuchtwelle mit der Innensechskantschraube in den Flansch der Radaufnahme geschraubt werden. Schrauben Sie die Kronenhalter in die Gewinde an der Seite der Radwuchtmaschine. Vor der Kalibrierung sollte die Wuchtmaschine an dem gewünschten Standort stehen und im Boden verankert sein. Nutzen Sie ein 15 Zoll Stahlrad zur Kalibrierung der Radwuchtmaschine. Setzen Sie das Rad auf die Wuchtwelle, achten Sie auf den richtigen Konus und spannen Sie es mit der Schnellspannmutter fest. Navigieren Sie über die Menütaste zuerst in das Setup und dann in den Menüpunkt Kal, um die Kalibrierung zu starten. Mit Enter bestätigen Sie die Eingabe und die Kalibrierung kann beginnen. Auf dem Display erscheint Add 0. Senken Sie den Radschutzbogen, um den Vorgang zu starten. Lassen Sie den Wuchtvorgang laufen, bis das Rad automatisch abbremst. Drehen Sie das Rad, bis alle Indikatoren auf der linken Seite des Displays aufleuchten. Halten Sie die Position, indem Sie die Radbremse betätigen. Schlagen Sie das 100 Gramm Kalibriergewicht auf der 12 Uhr Position an der Innenseite der Felge an. Schließen Sie den Radschutzbogen und lassen Sie das Rad erneut blockieren, bis es automatisch abgebremst wird. Entfernen Sie nun das Kalibriergewicht an der Innenseite der Felge, um es an der Außenseite anzubringen. Drehen Sie nun das Rad, bis alle Indikatoren auf der rechten Seite des Displays aufleuchten. Halten Sie die Position mit Hilfe der Radbremse. Und schlagen Sie das 100 Gramm Kalibriergewicht auf der 12 Uhr Position an der Außenseite der Felge an. Nachdem Sie das Rad erneut rotieren lassen haben, wechselt die Kalibrierung. Zum nächsten Schritt die Kalibrierung der Felgendatenmesser. Bestätigen Sie mit Enter und kalibrieren Sie den Abstandsmesser. Zuerst müssen Sie die Nullstellung mit Enter bestätigen und im Anschluss den Abstandsmesser wie angegeben auf 200 mm herausziehen und diese Position ebenfalls mit Enter bestätigen.
Folgend wird der Durchmesser mit Hilfe einer Messlehre kalibriert. Beginnen Sie wieder mit der Nullposition, danach die 200 mm. Zuletzt kalibrieren Sie den Messarm zur Ermittlung der Felgenbreite. Auch dieser muss in der Nullposition bestätigt werden. Führen Sie den Messarm anschließend an den äußeren Flansch des Schaftes. Haben Sie auch diese Position eingetragen, ist die Kalibrierung beendet. Sie können nun einen Probewuchtvorgang durchführen.